Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlo mit Folge Nummer 86 von Barlo spielt. Ich hatte schon gerade ganz kurz angefangen mit einem Greater Rift Level 36. Und ihr könnt jetzt meinen Witch Doctor mal in voller Pracht sehen. Ein wenig habe ich ihn transmogged. Es geht einfach nichts über den Frosch. Und den Hamburger habe ich sonst irgendwo gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Waffe heißt. Ich habe es auch nicht mehr, aber das Transmog wollte ich halt irgendwie haben. Naja. Also Greater Rift 36. Ich versuche jetzt irgendwie meine Keystones auf 37 oder höher zu spielen. Und das wird noch ein Weilchen dauern. Wenn ich kurz im Inventar gucke, habe ich da noch 18 Stück hochzuspielen, bis ich alleine wieder mit 37 anfangen kann. Aber naja, das ist halt der Preis der Trial Key Mechanik. Und ich habe ja noch das Glück, das habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich einen Demon Hunter eigens zu diesem Zweck hochgezogen habe. Ich glaube, ich gehe mal in den Raum nebenan. Und werde blind meinen Krötenregen irgendwo hinhauen, wo ich glaube oder hoffe, dass da irgendwas ist. Und dabei ziemlich doof immer wieder in diese Bällchen laufen. Und die Pets den Rest machen lassen. Ich habe bis gestern noch eine Gift-Spec gespielt. Heute spiele ich physischen Schaden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was besser ist. Also ich könnte es euch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was im Moment für den Witch Doctor die bessere Variante ist. Giftschaden hat seine Daseinsberechtigung, wobei es halt eigentlich weniger darauf ankommt, welche Schadensart man auf Items hat. Denn letzten Endes spielt man normalerweise meistens sowieso nur mit plus 20% maximal, nämlich auf den Armschienen. Und von denen wiederum zählt nur die Hälfte, weil die Mask of Jerram, die Maske, halt die Hälfte quasi abzieht. Von daher, die Schadensart, man könnte glaube ich sogar komplett drauf verzichten, wenn man Live on Hit zum Beispiel haben will, wenn man wie ich mit dem Hund spielt, der Live on Hit prockt. Die wichtigere Frage ist eigentlich, will man auf Bonus-Damage für den Zombie-Hund gehen und mit Tormins Finger spielen? Oder möchte man auf Fetisch-Armee gehen? Ich habe die lange Zeit mit dem Hund gespielt. Also mit Bonus-Damage auf dem Hund. Und spiele jetzt mit Bonus-Damage für die... Ich muss ein bisschen aufpassen, weil da hinten wieder Busse sind. Und spiele jetzt mit Bonus-Damage für die Fetische. Smash nervt mich. Wollen wir wirklich jeden reinlassen? Und ich kriege gerade ein paar Anfragen für Invites. Das mache ich nach dem Video. Die Zeit sieht zumindest ganz gut aus, aber es ist halt auch immer sehr, 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 sehr schwer, auch nach einigen Greater Rifts zu sagen, ob nun irgendwas besser oder schlechter funktioniert, weil es halt bei den Greater Rifts zum größten Teil darauf ankommt, was für eine Art von Rift man bekommt. Ich habe gestern insgesamt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Damage Reflect ist gefährlich. Ich hoffe nicht, dass ich mich jetzt weghaue. Ich habe gestern insgesamt fast 40 normale Rifts gemacht. Nur um welche von den gelben Crafting Mats zu farmen, um meine Brust und Offhand zu rerollen, weil da halt Zombie-Dog-Damage drauf war und ich halt Fetisch-Armee-Damage haben wollte. 40 Greater Rift und die Mats halt verblasen und immer noch keine wirklich guten Rolls bekommen. Aber nach allem, was ich gehört habe, arbeitet Blizzard daran, dass mehr von allen Crafting Mats droppen sollen. Es müssen gar nicht mehr von allen droppen, es müssen eigentlich im Moment nur mehr von den gelben droppen. Diejenigen unter euch, die davon noch massig übrig haben auf ihrem Nicht-Season-Char oder auf ihrem Season-Char, weil sie keine Probleme mit dem Rerollen hatten, werden das Problem nicht verstehen. Diejenigen, die wie ich versuchen, ein Brustslot-Item zu rerollen und dafür 50 von den gelben Kristallen pro Versuch ausgeben müssen, werden die Schwierigkeit kennen. Ich habe gestern auch gesehen ein Video von einem Pet-Doktor,
der Greater Rift 38 geschafft hat mit einer ganz, ganz, also aus meiner Sicht merkwürdigen Spec. Ohne Tolmans Finger gespielt, dafür mit Stone of Jordan und ich glaube mit den Hexing Pants of Mr. Young, also irgendwie war das eine sehr, sehr merkwürdige Combo aus Equipment und eine Combo aus Equipment. Aber es ist immer ganz lustig, wie alle dann glauben, weil jemand es mit dieser Art von Equipment halt schafft, dass das jetzt das Equipment sein muss, mit dem man das spielt. Aber der hatte, glaube ich, auch Paragon 650 oder so. Und war, so wie ich das verstanden habe, glaube ich, vornehmlich ein Spieler in Gruppen, in Viermann- und Dreimann-Gruppen. Von daher hat er sich vielleicht auch gar nicht so sehr bislang darum geschert, was für eine Art von Solo-Equipment man braucht. Weil man in Gruppen nicht wie ich mit Unity spielt, also Einheit, dem Ring, sondern stattdessen wohl meistens mit dem Stone of Jordan. So, hier werde ich mal direkt runtergehen, denn ich habe keine Lust, gegen eine Gruppe mit Damage Reflect und Arcan und was weiß ich nicht noch alles zu sterben und dann wieder an dem anderen Startpunkt, also an dem Save Point oben zu starten. Das wäre halt, oder das ist eigentlich immer das Schlimmste, was passieren kann. Wenn man kurz vor Ende, also kurz vor Ausgang, stirbt im Softcore natürlich, im Hardcore ist es ziemlich egal, wo man stirbt, wenn man stirbt. Aber im Softcore, wenn man kurz vor dem Ausgang stirbt. Und dort hätte ich mal geschätzt, mindestens anderthalb Minuten verliert, um wieder zurückzulaufen. Und dann ist ja noch nicht gesagt, dass man nicht nochmal an derselben Stelle das Zeitliche segnet. Ach, das ist immer blöd. Wenn man mit dem Piranhado nicht komplett Line of Sight hat, also nicht ganz klar genau drauf gucken kann auf die Gegner, dann setzt man den ganz gerne mal in die nächstgelegene Wand. Und das ist natürlich nicht so praktisch. Also ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob die Variante hier mit dem plus physischen Damage und den Pets besser ist oder die mit dem Gift-Damage. In der Theorie ist es halt so, dass man Idealfall mehr davon hat, den physischen Damage zu buffen. Das Problem ist, dass dieser Idealfall nur dann eintritt, wenn das Rift ohnehin leicht ist. Also, dass ich 15 Pets habe von den kleinen Fetischen und dass meine 8 Fetische durchgehend überleben, wenn das der Fall ist, sind die Kämpfe sowieso überhaupt kein Problem, normalerweise. Es wird halt viel mehr ein Problem, wenn es Gegner sind, wo man so viel laufen muss, dass man überhaupt nicht diese 15 Fetische zusammenbekommt oder zusammen behalten kann. Aber der Hund ist, man könnte fast sagen, er ist fast unsterblich. Also da muss schon einiges passieren, dass man den Hund zum einen, dass man ihn verliert, also dass er stirbt. Und zum zweiten, dass man dann noch Cooldown auf ihn hat, ihn also nicht widerrufen kann. Sprich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Die andere Variante mit dem Giftschaden und Schaden auf den Hund ist halt für mich ein besserer Worst Case. Also der Worst Case ist halt, dass ich nur den... Oh, Cold Snap, danke schön, hast mir mal direkt eine Grätsche ins Gesicht gegeben. Der war eine Zeit lang auch ein ziemlicher Petkiller. Auf der anderen Seite war halt jeder Mob und Boss ein Petkiller. Und der ist manchmal so ein richtiger Mistfink, dass er einen einfriert und währenddessen halt diese Frostsphäre ruft. Sodass man, wenn man Glück hat, noch einen Cooldown hat, um da rauszukommen. Wenn man Pech hat, steht man eingefroren da und die Frostsphäre ärgert einen. Die Reihenfolge ging jetzt noch. Es kann halt auch sein, dass die noch zu einem unterwegs ist. So wie jetzt. Während man eingefroren wird. Ich hoffe nicht, dass er das jetzt zu oft noch macht, aber auf der anderen Seite sollte die Zeit jetzt eigentlich kein Problem mehr sein, wenn ich nicht noch drauf gehe. So, langsam könntest du auch das Zeitliche segnen. 2,55 übrig. Das ist exzellent. Das ist eine sehr gute Zeit. Und
leider Gottes ein Zeremonienmesser, mit dem ich nichts anfangen kann. Upgrade für den Keystone. Und ich weiß nicht, wie viele... Ich habe so das Gefühl, dass ich mir jetzt hier was aufgebürdet habe mit dem Hochspielen dieser ganzen Keystones auf 37, dass ich nie zu Ende machen werde, weil es einfach irgendwann unglaublich nervt. Weil man versucht eigentlich, sie in der Ladder zu verbessern, aber ich bin jetzt, glaube ich, den dritten oder vierten Tag dabei, nur noch Keystones hochzuspielen. Wir gucken uns mal kurz an, was ich bekommen habe. Aber ich glaube, da ist nichts wirklich weltbewegend Dolles dabei. Erstmal machen wir die gelben, blauen und weißen Sachen kaputt. Was haben wir hier? Oh, die Armschienen. Ja, könnte man sogar eigentlich noch behalten. Die Handschuhe sind eigentlich immer ein Diss. Das Ding ist auch immer ein Diss. Das Ding hier ist mit guten Stats brauchbar, aber das sind keine guten Stats. Das Ding ist hier eigentlich auch fast oder immer ein Diss. Fragen von euch. Hey Balo, ich habe heute die Hexing Pants von Kadala bekommen und spiele eine Gift-Pet-Build, die genauso aufgebaut ist wie dein, nur eben auf Gift. Meine war gestern noch auf Gift, als du das Video gesehen hast, aber egal. Meine Frage lautet, meinst du, dass es irgendwie noch Verwendung für den WD für die Hexing Pants gibt? Bestimmt. Ich habe Leute gesehen, die damit spielen. Ich selbst spiele nicht mehr und will auch nicht mehr mit denen spielen. Denn genau das, was du schreibst, ist das Problem. Man benutzt, so wie, also mit der Spec, wie ich sie gerade spiele, den Krötenregen. Und wenn man den Krötenregen benutzt, dann muss man stehen bleiben. Und dadurch verliert man eben Schaden. Hey Balo, wie verteilst du die Paragon-Punkte? Paragon-Punkte, grundsätzlich Movement Speed bis 25%, es sei denn, ich habe Items, die Bonus auf Movement Speed geben. Den Rest auf Int mache ich so. Bei Offense, ich habe Attack Speed, weil das bei mir relativ stark ist. Kann aber auch sein, dass bei dir Critical Hit Chance stärker ist, wenn du sehr wenig davon haben solltest. Ich wiederum habe eine relativ hohe Critical Hit Chance, aber keinen sehr hohen Crit Damage. Also habe ich die Variante mit Critical Hit Damage, Attack Speed und Critical Hit Chance. Danach als drittes. Bei Defense habe ich im Moment Life Percent, Armor und All Resist. Allgemein ist Armor bei mir ein bisschen stärker als All Resist, weil ich eine Int-Klasse spiele und bei Int-Klassen man All Resist bekommt durch Int und sobald man sehr, sehr viel All Resist hat, fängt Armor an, ein klein wenig stärker zu werden. Das kann aber auch unterschiedlich sein, je nachdem, wie das Equipment bei euch aussieht. Zum Beispiel, wenn ihr schon sehr viel, obwohl das ist Armor-Prozent, weiß ich also nicht. Normalerweise würde ich meistens nicht auf Life-Prozent gehen, sondern danach auf All-Resist, aber ich habe es gestern mal so rumprobiert. Gibt mir zwar ein bisschen mehr EHP, aber eigentlich will man nicht unbedingt Life-Percent und Wit für EHP haben, sondern lieber die sogenannten Mitigation-Stats, nämlich Stats, die halt dafür sorgen, dass man weniger Schaden bekommt, nicht dafür, dass man mehr Life hat. Und bei Utility, Life on Hit ist sehr wichtig in meiner Spec, mit dem Hund, der Life on Hit proggt. Area Damage ist allgemein nicht so riesenmonsterstark für den Witch Doctor, weil die Pets keinen Area Damage procken, aber immerhin kriegt man noch ein bisschen was davon und die anderen beiden sind total Wumpe, zumindest für Greater Rifts. Ressourcenkostenreduktion brauchst du überhaupt nicht und Gold Find ja, in Greater Rifts natürlich auch nicht. So, was haben wir noch als Fragen? Sag mal, Balo, weißt du, ob dieser Legis Stein, der niederstreckt und irgendwie so 2000% Waffenschaden verursacht, auch durch die Pets brockt. Und was für Edelsteine benutzt du noch? Ich weiß nicht genau, welchen Stein du meinst. Niederstreckt. Ich benutze im Moment den mit dem Gift. Dann benutze ich den Pain Enhancer. Schmerzverstärker heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Und im Moment benutze ich Enforcer. Den Pet Damage erhöhen und vor allen Dingen den erlittenen Schaden der Pets senken. Aber ob das jetzt die bessere Wahl ist. Gestern habe ich, glaube ich, noch Mirané drin gehabt. Oder Mirine oder wie Mirinae oder wie das Ding heißt. Also ich glaube, da gibt es irgendwie viele Alternativen, die nahezu gleichwertig sind. Maximus, das mit dem XP-Brunnen stimmt nicht. Ich habe heute erst einen gehabt in einem Greater Rift. Das stimmt, du hast recht. Es gibt ganz, ganz selten mal Greater Rifts mit einem XP-Brunnen.
Ich glaube, es ist diese Southern Highlands-Ebene, bei der es manchmal einen gibt und bei der es auch oft mehrere Pylons gibt. Aber ich glaube, das ist gar nicht so beabsichtigt. Turbopuschel, hey Barlow, wieso benutzt du Prozent Poison Damage und nicht Physical Damage? Habe ich eben, glaube ich, schon ausführlich erklärt. Die Pets, also jetzt machen meine Pets alle physischen Schaden. Gestern hat mein Hund noch Giftschaden gemacht. Und dadurch, dass ich Bonus Damage auf den Hund hatte, war er insgesamt meine Hauptschadensquelle. Tatsächlich, das geht mit Torments Finger. Und deswegen habe ich Giftschaden gehabt. Die meisten spielen aber, glaube ich, physisch, so wie ich das heute auch mache. Hi Bardo, du scheinst mit Miri Nähe zu spielen, ohne zu nah an die Mobs rangehen zu müssen. Findest du den Stein besser als andere? Wie gesagt, ich glaube, es gibt viele, die nahezu gleichwertig sind für Pet Dogs. Ich bin zumindest der Überzeugung, dass ich ohne weiteres würde ich 38 schaffen. Und ich glaube, 38 ist im Moment das Höchste, was überhaupt Zoodogs geschafft haben. Ich weiß es aber nicht mit Sicherheit. 38 oder 39. Ich glaube, das könnte ich zurzeit schaffen. Und ich glaube, es wäre ziemlich egal, welche Gems ich da drinne hätte. Es gibt immer welche, die in manchen Situationen besser sind. Das Pet Gem habe ich zurzeit deshalb drin, weil erstens mal der Schadensbonus in der Höhe mittlerweile okay ist, nicht dolle, aber okay ist. Und wegen der Schadensreduktion, deswegen habe ich auch die Enchantress jetzt und probiere die im Moment mal aus und nicht den Templar. Weil ein bisschen CC und Schadensreduktion mir hoffentlich hilft, dass meine Pets etwas besser überleben und damit wiederum mehr Schaden machen. Ob diese Logik aufgeht, ich weiß es nicht. Aber die geben sich alle nicht extrem viel. Die beiden anderen Gems, die ich drin habe, sind, damit ich selbst mehr AE-Schaden machen kann, für den Fall, dass meine Pets irgendwie den Weg blocken und Sachen nicht schnell genug platt bekommen. Da könnte man auch Mirine nehmen, aber das Ding ist halt nur Single-Target. Ob das der große Bringer ist, weiß ich nicht. Zeus Stone of Vengeance bringt zwar eigentlich gar nichts, der primäre Effekt, der sekundäre ist aber eine hohe Proc-Chance auf einen Stun. Und auch da muss man sich fragen, ob man von CC nicht möglicherweise in bestimmten Rifts sogar mehr hat, als von irgendwas, was den Schaden erhöht. Bane of the Trap bringt uns in der Spec eigentlich nahezu gar nichts. Man könnte mit Templar spielen und dem Thunder Fury geben und dann hoffen, dass der Slow-Proc oft genug proc, damit man halt, naja, die Viecher verlangsamt hat und damit diesen Schadensbonus. Ob das jetzt das Gelbe vom Ei ist, weiß ich nicht. Was ich, glaube ich, noch für eine sehr gute Alternative halte, ist Gogog of Swiftness. Zumal man den auch in Anführungsstrichen niedrigen Leveln, also 25 einschließlich, schon zu nah zu seinem vollen Effekt spielen kann. Auf den höheren Leveln bekommt er halt nur eine höhere Proc-Chance. Aber die Proc-Chance ist eigentlich hoch genug, um den in den meisten Fights A schnell oben und B permanent aufrechtzuhalten. Der ist auch eine richtig gute Alternative. Ich glaube, der ist sogar der beste, falls man mit Dagger of Darts spielt. Okay, das soll es erstmal gewesen sein für heute von meinem Unterfangen, meine Steinchen hochzuspielen. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Balo.